Heute Nachmittag beschäftigen wir uns im Sinne einer Einführung mit dem ersten Korintherbrief. Wie man vielleicht auf der Einladung festgestellt hat, endet heute der Bibelstudientag im Prinzip um 17.30 Uhr, also eine halbe Stunde länger, als wie wir das bis anhin hatten. Wenn wir merken, es ist zu lang, können wir das nächstes Mal wieder kürzen. Also wir machen jetzt mal 90 Minuten, dann kommt die große Pause mit Kuchen und so, bis um 4 Uhr und dann nochmals 90 Minuten. Aber ich wäre dann froh um Rückmeldung, ob das zu viel war, ob es besser war, wie bisher 17 Uhr und dann Schluss. Aber so müssen wir vielleicht ein bisschen weniger hetzen am Schluss, um das Thema abzurunden. Wir wollen uns also mit dem ersten Korintherbrief beschäftigen. Der erste Korintherbrief behandelt ja die realen Probleme einer christlichen Ortsgemeinde. Er zeigt auf, wie konkrete Schwierigkeiten angegangen und gelöst werden müssen. Zudem gibt er viele detaillierte Anweisungen, die grundsätzlich wichtig sind, um an einem bestimmten Ort eine biblische Ortsgemeinde nach Gottes Gedanken darstellen zu können. Der Römerbrief, gerade davor, ist der Brief, der uns ganz grundsätzlich einführt in das Thema das Heil, die Rettung in Christus durch Glauben allein. Das ist der Grundsatzbrief über die Lehre des Heils und der erste Korintherbrief ist der Grundsatzbrief über die Verwirklichung der örtlichen Gemeinde. Wir lesen aus 1. Korinther 1 die Verse 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt. Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welche euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Diese Verse machen uns deutlich, wie wir antworten müssen auf die Frage, wer ist der Autor dieses Buches? Ganz klar, der Apostel Paulus. Der erste Vers beginnt mit Paulus, der Kleine. Er ist sich seiner Kleinheit bewusst, aber fügt dann hinzu, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Und das gibt ihm die Autorität von Gott her direkt. Ja, er sah sich als ein geringer Mensch, aber diese Berufung Gottes, die Berufung durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, die gab ihm die Autorität, so dass das, was in diesem Brief folgt, eben nicht Menschenwort ist, sondern volle apostolische, göttliche Autorität besitzt. Mitabsender ist der Bruder Sosthenes. Wir haben im Neuen Testament nur noch eine Stelle, wo ein Sosthenes vorkommt. Und interessant ist, dass der in Korinth gefunden wird. In Apostelgeschichte 18, Vers 17 wird Sosthenes, ein Synagogenvorsteher von Korinth, erwähnt, der aber von den übrigen Juden abgelehnt wurde. Also offensichtlich ist er zum Glauben gekommen und es ist also ganz gut möglich, dass dieser Sosthenes, der
Wie erwähnt wird, dieser gläubige, ehemalige Synagogenvorsteher war. Aber wichtig, ich habe nicht gesagt Mitautor, sondern Mitabsender. Das ist nicht das Gleiche, ja? Also der Apostel Paulus spricht in diesem Brief mit apostolischer Autorität und er sagt nicht wir, also Paulus und Sosthenes, sondern er spricht in seiner apostolischen Autorität, aber Sosthenes wird hier mitgenannt als Absender. Mit ihm hat er offensichtlich auch gerade über die Situation Korinth gesprochen und darin in Gemeinschaft mit ihm diesen Brief geschrieben. Die Adressaten sind die Gläubigen in Korinth, die Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 1, Vers 2, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Also die Gemeinde in Korinth wird hier angesprochen, aber man beachte, es ist nicht einfach die Gemeinde in Korinth, sondern es ist die Gemeinde Gottes in Korinth. Und das macht deutlich, eine Ortsgemeinde ist etwas grundsätzlich anderes als ein Kaninchenverein. Ein Kaninchenverein. Die Gemeinde Gottes an einem Ort ist nicht einfach so eine Interessenvereinigung. Und wo Menschen, die so ein bisschen ähnlich denken, ein bisschen ähnlich sind, die kommen da zusammen, sondern es ist die Gemeinde Gottes. Also die Gemeinde gehört nicht uns, es ist Gottes Gemeinde. Und wenn wir die örtliche Gemeinde so sehen, sehen wir sie vollkommen anders. Als irgend so eine menschliche Interessensgruppierung. Es ist die Gemeinde Gottes. Sie gehört nicht uns und das letzte Sagen hat immer nur Gott selbst. Das ist vielleicht auch noch wichtig im Blick, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen eine Gemeinde verlässt, die nicht wirklich biblische Gründe sind. Findet also diese Leute, die finde ich mühsam und so weiter. Jetzt gehe ich halt da aus diesem Club weg. Das geht nicht. Das ist die Gemeinde Gottes. Aber natürlich können wir nur das wirklich als Gemeinde Gottes sehen, wenn die Autorität Gottes in der Ortsgemeinde anerkannt wird. Wenn die Gemeinde Gottes und die Autorität des Wortes verworfen wird, dann hört eine Gemeinde natürlich auch auf, Gottes Gemeinde zu sein. Aber ist vielleicht auch klar, es gibt manchmal Pastoren, die sprechen von ihrer Gemeinde und ihren Schafen. Gibt es nicht. Kein Mensch kann sagen, das ist meine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Gottes. Und Paulus geht davon aus, dass diese Menschen in der Gemeinde Gottes in Korinth, dass das echte Gläubige waren. Er nennt sie die Geheiligten in Christus Jesus und zusätzlich die berufenen Heiligen. Also es geht um die Menschen, die von Gott berufen waren und damit gehören sie zu den Auserwählten Gottes, die mit dem göttlichen Ruf versehen wurden. Ich schlage auf aus Römer 8, wo wir Gottes Ratschluss sehen, in der sogenannten goldenen Kette. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also Gott hat bereits in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, hat er die Erlösten gesehen, zuvor erkannt. Er wusste auch ganz genau, wer wird dem Evangelium Gottes wirklich sich unterwerfen und dem Zug Gottes nachgeben. Und diese zuvor erkannten, die hat Gott dann zuvor bestimmt, die sollen Söhne Gottes werden.
indem sie dem Bild seines ewigen Sohnes gleichförmig werden. Also Kinder Gottes werden sollten. Die Gott so kennen sollten, wie der ewige Sohn Gott von Ewigkeit her kannte, nämlich als Vater. Und diese zuvor Bestimmten hat Gott später berufen. Das war der Ruf zum Glauben. Und diese Auserwählten, diese zuvor Bestimmten, die berufen wurden, die sollten zum Glauben kommen, und Gott beantwortet das mit der Rechtfertigung. Welche er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, gerecht gesprochen, weil in Christus ihnen alles vergeben worden ist. Und diese Gerechtfertigten hat er auch verherrlicht, denn sie sind eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist die Verherrlichung. Also, Paulus nennt die Korinther die berufenen Heiligen. Das sind also die, die dem Ruf Gottes an die zuvor erkannten und zuvor bestimmten gefolgt sind und darum gerechtfertigt worden sind. Die Rechtfertigung erwähnt Paulus bei den Korinthern in Kapitel 6. Ganz eindrückliche Stelle. Ein herrliches Zeugnis der Gnade Gottes. 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Huren noch Götzendiener noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solches sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Also er spricht die Korinther an als Gesamtheit und sagt, ihr seid gerechtfertigt worden. Er sieht sie als echte Gläubige, die berufen wurden und gerechtfertigt wurden. Vollkommen neue Menschen. Die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Korinth wird uns erzählt in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 18. Paulus gründete die Korinthergemeinde auf seiner dritten Missionsreise. Ganz kurz gehen wir durch diese Verse hindurch. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Paulus kommt von Athen nach Korinth. Dort trifft er mit einem Ehepaar zusammen, das aus Rom kurz zuvor ausgewiesen wurde. Kaiser Claudius hatte im Jahr 49 alle Juden aus der Stadt, aus der Millionenstadt Rom, hinauswerfen lassen, weil es dort einen riesigen Krach gegeben hat wegen dem Thema der Messias Jesus. Also zwischen den Juden, die das Evangelium ablehnten, und den Juden, die zum Glauben kamen in Rom, gab das so ein Aufruhr, und zwar so laut, dass der Kaiser alle Juden, ob gläubig oder ungläubig, aus der Stadt ausweisen ließ. Und so kam dieses Ehepaar von Rom, von Italien, nach Griechenland. Genau in der Zeit, als Paulus dorthin kam. Und Korinth war eine Stadt mit vielen Philosophen, die so gerne Geld einsammelten von den Leuten und dann so eine kleine Philosophenschule gründeten. Paulus kommt dahin und er sagt sich, ich will ja nicht diesen Philosophen gleichen. Ich nehme kein Geld von den Leuten in Korinth. An anderen Orten ließ er sich als Missionar von den Gläubigen unterstützen. Aber in Korinth hat er von Anfang an kein Geld genommen. Und was soll man als Missionar machen? Dann wird man eben
Und da muss man teilzeitlich arbeiten. Und weil dieses Ehepaar gerade zu der Zeit zufällig nach Korinth kam und zufällig das gleiche Handwerk betrieben wie Paulus, der das, wie es üblich war, wohl von seinem Vater gelernt hatte, nicht wahr? Damals in der Antike ist man nicht mit 5, 6 in den Kindergarten gegangen. Das gab es damals noch nicht. Aber normalerweise ist man so mit 5, 6 in die Lehre zum eigenen Vater gegangen und hat das Handwerk des Vaters gelernt. Und so wurde Paulus Zeltmacher. Er ist ja aufgewachsen in Zilizien, in dieser Provinz da am Mittelmeer in der heutigen Türkei. Und in Zilizien war es bekannt, dass das Ziegenhaar dort im Allgemeinen sehr, sehr dick ist. Das heißt, es war sehr schwer zu verarbeiten, zu Zeltdecken. Und darum hat in Zilizien sich diese Berufsgattung des Zeltmachers entwickelt. Und Paulus hat also dieses Handwerk gelernt. Später haben die Eltern gewollt, dass er Karriere macht, haben ihn nach Jerusalem geschickt. Und da hat er dann seine Rabbinerausbildung bei Gamaliel dem Zweiten, diesem großen Rabbi, der auch im Talmud vorkommt, gemacht. Aber eben, zufällig hatte er das gleiche Handwerk. So konnte er in die Firma A und P teilzeitlich einsteigen und hatte ein Sprungbrett, um in Korinth missionieren zu können, ohne je auch nur eine Münze von den Korinthern anzunehmen. Das sollte sich als sehr wichtig erweisen, denn später, wie man aus den Korintherbriefen entnimmt, haben die Korinther ihm den Vorwurf gemacht, er sei eigentlich Evangelist, weil er Geld spenden liebe. Da konnte ich ihm sagen, also ich habe euch vielleicht ein Unrecht getan, es tut mir leid, dass ich von euch nichts genommen habe. So ironisch spricht er im zweiten Korintherbrief. Aber das war also ganz besonders wichtig, dass all diese Zufälle stattfanden. Also wir sehen, wie der Herr die Weltgeschichte geführt hat, dass Kaiser Claudius eben im Jahr 49 alle Juden hinauswarf und so kam zufällig unter der Führung Gottes dieses Ehepaar nach Korinth, zufällig mit dem richtigen Handwerk und so kann Paulus hier einsteigen für diese große Missionsarbeit in Korinth. Ich lese jetzt weiter. Vers 4. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Paulus hat auf seinen Missionsreisen immer die großen Städte aufgesucht, die Ballungszentren. Sein Ziel war also nicht, mit den Bauernhöfen auf dem Land zu beginnen, sondern da, wo es viele Menschen hatte, wo man schnell viele Menschen erreichen konnte. Und von diesen Ballungszentren aus sollten die Gläubigen vor Ort ins Hinterland gehen und evangelisieren. Und so wurden eben im ersten Jahrhundert wurde das Christentum vor allem in den Großstädten rund ums Mittelmeer aufgebaut. Und erst im zweiten Jahrhundert wurde so richtig das Hinterland evangelisiert. Und darum hat man die Leute auf dem Hinterland, die hat man auf Lateinisch genannt, die Pagani. Der Paganus, das ist der Mann auf der Heide, ja, draußen auf dem Land. Und so wurde das Wort Paganus eben das Wort für Heide im Lateinischen. Das sind also die auf der Heide sind. Und im Deutschen ist es genau gleich. Der Heide, das ist der auf der Heide, der eben noch nichts von Gott wusste. Aber so war also die Strategie, zuerst die Ballungszentren. Und in den Ballungszentren hat Paulus immer gesucht, gibt es da eine Synagoge. Den ganzen Mittelmeerraum gab es Juden, die Handel trieben, die waren schon damals gut auf dem Gebiet. Und die haben natürlich dann jeweils in den Städten eine eigene Synagoge aufgebaut. Und da hatte man gerade schon Leute, die kannten schon das Alte Testament, bevor sie bekehrt waren. Und das war natürlich ideal, wenn man evangelisiert, kurze Zeit, und dann schon wieder weitergehen muss, dann muss ja eine Gemeinde funktionieren können am Ort. Und wenn Juden sich bekehrten, dann waren das schon Leute, die frisch bekehrt waren, aber die Bibel schon super kannten. Also wenigstens das Alte Testament. Und so beginnt er also mit dem Brückenkopf in Korinth, mit der Synagoge, und er redet sich mit den Juden. Aber es heißt hier, und überzeugte Juden und Griechen. Es war eben so, in der Zeit gab es viele Heiden, also nicht Juden, die hatten so richtig genug mit diesen stupiden
Göttern der römisch-griechischen Religion. Götter, die Ehebruch treiben und alle Perversionen tun, zum Teil noch schlimmer als anständige Heiden. Man denkt an Zeus und so weiter, das ist ja grauenhaft. Die hatten die Nase voll und sie sehnten sich nach einem heiligen, ewigen Gott. Und so waren viele Nichtjuden im ganzen Mittelmeerraum so richtig interessiert an dem Glauben der Juden in ihren Städten. Da waren Menschen, die glaubten an einen heiligen Gott, der alles in seiner Hand hat. Und so begannen sie sich zu interessieren für die Bibel. Und weil die Bibel ja im 3. Jahrhundert vor Christus übersetzt worden war auf Griechisch, die Septuaginta-Übersetzung, und wurde diese Übersetzung in diesen Synagogen gelesen und die Heiden hatten Zugang zum Alten Testament, weil es gab die Bibel in ihrer Sprache. Ich muss ja betonen, im Mittelmeerraum war ja Griechisch die Weltsprache zur Zeit des Römischen Reiches, nicht Lateinisch. Man kam also rund ums Mittelmeer mit Griechisch durch, außer in Spanien, dort musste man Latein können. Jetzt Vers 5. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Also in einer ersten Phase hat Paulus mit den Juden einfach allgemein über den Messias gesprochen. Aus der Bibel heraus. Und wir sehen aus Apostelgeschichte 17, in Thessalonich, da hat Paulus zuerst erklärt, der Messias, wenn er kommt, muss er sterben und auferstehen. Und die nächste Phase war dann eben zu zeigen, Jesus von Nazareth, das ist der Messias. Und er ist vor ein paar Jahren, ist er in Jerusalem gekreuzigt worden und am dritten Tag auferstanden. Also in einer ersten Phase einfach Bibelstudium, allgemein, wer ist der Messias? Und in der nächsten Phase dann, Jesus ist genau dieser Messias, wie in der Bibel angekündigt wird. Also wir sehen, Paulus hatte eine Strategie in seiner Missionsarbeit. Aber wenn wir ihn gefragt hätten, Paulus, woran liegt das, dass das Evangelium Frucht bringt? Da hätte er nicht gesagt, ja, da musst du eine gute Strategie und Methode haben, dann hast du es. Überhaupt nicht, aber ist auch nicht so, dass er einfach irgendwie so ohne System vorgegangen wäre. Er hat sich überlegt, wie muss man das Evangelium in die heidnische Welt hinausbringen. Und wie muss man mit Juden sprechen? Nicht einfach mit der Tür ins Haus, sonst zuerst müssen wir eine Basis aufbauen und dann auf dieser Basis das Evangelium erklären. Vers 6. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Titius Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Also es kommt zu einem Knall in der Synagoge. Aquila und Priscilla konnten sagen, du Paulus, das haben wir zu Genüge erlebt in Rom. Und jetzt gibt es das auch noch in Korinth. Ja, er muss sich also trennen von der Synagoge. Aber da gibt es einen, der kommt zum Glauben. Das war ein Heide. Der Ausdruck, welcher Gott anbetete, bezeichnet in der Apostelgeschichte nicht Juden, die zum Glauben an den Gott des Alten Testaments gekommen waren. Wie kam dieser Titius Justus zum Glauben? Nun, zufälligerweise hatte er ein Haus gerade neben der Synagoge in Korinth. Und so war er tagtäglich mit dem Judentum konfrontiert. Und so kam er zum Glauben an den Gott der Bibel. Und als Paulus kam mit dem Evangelium, wo er erklärt, und dieser Gott der Bibel hat den Messias gesandt, und das ist Jesus Christus, kam er zum Glauben. Und so konnte Paulus umziehen und Versammlungen abhalten in dem Haus, in dem Nachbarhaus der Synagoge in Korinth. Toll, nicht wahr? Aber das sieht man, Gottes Hand war sogar in der Positionierung der Häuser in Korinth. Und wer da wohnte, ja, da sehen wir doch einen ganz klaren Plan, von der Synagoge kann man ins Nachbarhaus umziehen. Und die Synagoge wird damit weiter konfrontiert, mit dem Evangelium. Sind sie einfach nebenan. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und dann geschieht das Gewaltige. Der Mann, der die Hauptverantwortung trug in der örtlichen Synagoge von Korinth, bekehrt sich und die ganze Familie.
Und viele der Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also stand noch einiges bevor, und Paulus bekam, was ja nicht einfach das Übliche war, in apostolischer Zeit, bekam eine Vision. Ja, ist interessant, wenn man so die Apostelgeschichte durchliest, die Zeit der Apostel, dann wimmelt es nicht von Visionen. Aber es gibt an ganz besonderen Angelpunkten gibt es ganz spezielle Offenbarungen Gottes. Und auch hier, dieser Paulus war nämlich in einer ganz schwierigen Stadt. Ich werde gleich noch erklären, was Korinth war. Und da brauchte er diese Ermutigung, jetzt weiterzufahren. Und nicht zu schweigen. Also schon mal die Konfrontation mit der Synagoge war sehr gefährlich. Und ich werde gleich zeigen, die Korinther, die waren auch ein gefährliches Volk. Und zwar vor und nach der Bekehrung. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übel zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wunderbar, da sieht man jetzt die Vorkenntnis Gottes. Bevor die bekehrt sind in Korinth, sieht Gott bereits sein Volk in dieser Stadt. Das ist die Vorkenntnis Gottes. Und so sollten also nach diesem ersten Anfang noch viele da in dieser Stadt zum Glauben kommen. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das ist sehr lang, denn Paulus ist an anderen Orten normalerweise ziemlich schnell von einer Stadt zur anderen gegangen. Aber hier 1,5 Jahre hat er einen soliden Grund gelegt. Und das stimmt genau überein mit 1. Korinther 3, wo Paulus spricht über die Gemeindegründung. Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister, griechisch Architekt, ein weiser Architekt, den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also er sieht die Gemeinde hier als Tempel Gottes, als Gottesbau. Und das Fundament, der Fundamentfelsen ist Jesus Christus. Und darauf hat er die Gemeinde in Korinth, die Ortsgemeinde, aufgebaut als ein weiser Architekt. Und hat so 1,5 Jahre solid dieses Fundament gelegt. Vers 12. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war. Wir kennen Gallion aus der Geschichte. Und zwar war das ein Bruder des stoischen Philosophen Seneca, ein Christenfeind aus dem 1. Jahrhundert. Und von diesem Gallion hat man bei den Ausgrabungen in Korinth, die man übrigens begonnen hat ab 1896, hat man eine Inschrift gefunden mit dem Prokonsul Gallion, darauf erwähnt. Und der war während 7 Monaten Prokonsul in Korinth. Und diese Zeit seiner Prokonsulschaft kann man sehen aus dieser Inschrift, fällt hinein in die Zeit von Juli 51 bis Juli 52. In diesem Zeitraum 7 Monate. Und nun, das ist eine interessante Inschrift, weil die hilft uns, die Weltgeschichte, die Chronologie der Weltgeschichte mit der Chronologie der Apostelgeschichte in Verbindung zu bringen. Also wir können das schön ansiedeln, in welche Zeit das fällt nach der Weltgeschichte, als Gallion Prokonsul von Achaia war. Jetzt sehen wir auch, wie das gut passt. Sueton, ein römischer Schriftsteller, hat eine Lebensbiografie von Kaiser Claudius geschrieben. De Vita Claudi, über das Leben von Claudius. Und darin beschreibt er, wie
aus den chronologischen Angaben, im Jahr 49 Claudius die Juden aus Rom hinausgeworfen hatte. Und nun ist also klar, Apostelgeschichte 18,2, dieser Rausschmiss fand statt im Jahr 49. Dann kamen die irgendwann in der Folge davon nach Korinth. Und Paulus kam dorthin, das war die Zeit von Prokonsul Gallion. Also es passt wunderbar in der Chronologie. Ja, Vers 12. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu, denn über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Also dieser Gallion hatte, wie sein Bruder Seneca, für Juden überhaupt nichts übrig. Und er sagt, wenn das mit diesem Buch der Juden zu tun hat, dann bin ich da nicht zuständig. Und wenn wir weiterlesen, sieht man die Konsequenzen. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Richterstuhl, griechisch Bema, das war so ein wichtiger Ort, wo eben solche hohen Beamten ihren Sitz hatten. Und diesen Richterstuhl hat man in Korinth gefunden. Also den originalen Richterstuhl da. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallion bekümmerte sich nicht um dies alles. Also er nimmt seine Verantwortung als Führer in dieser Stadt überhaupt nicht wahr. Und nun lesen wir von Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge. Ja, wir hatten doch schon Crispus. Ja, aber der hat natürlich abgedankt, oder? Dann kam der Nächste. Und offensichtlich hat der Nächste sich auch noch bekehrt. Gut, es könnte theoretisch auch der Übernächste gewesen sein, ja, aber ein Folgevorsteher kommt nämlich da auch in Konflikt und die Juden in Korinth, die schlagen ihn. Und da haben wir eben diesen Namen Sosthenes, der später als Mitabsender des ersten Korintherbriefes figuriert. Also da könnten wir, ist es eigentlich naheliegend, eine Verbindung zu machen. Dann Vers 18, nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Und so weiter. Nun geht Paulus weiter, aber sehen wir, in Vers 11 heißt es, ein Jahr und sechs Monate. Dann vergeht offensichtlich eine Zeit, bis Vers 12 kommt. Als aber Gallion Prokonsul von Achaia war, frühestens etwa Juli 51, dann kommt diese Geschichte und schließlich heißt es noch, Vers 18, nachdem er Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied. Also, es ist 18 Monate plus, die Paulus in Korinth verbracht hat. Dann ging Paulus nach Ephesus. Nun, auf dem Blatt, auf dem Skript habe ich vermerkt, da bei den Adressaten, etwa in der Mitte des Blattes, kommt die Stelle, viele Korinther kamen also zum Glauben, wie wir gesehen haben. Und nun, die Mehrheit kam aus der Unterschicht. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 26, denn sehet auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nichts ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also, die Korinthergemeinde war zur Hauptsache an Leuten aus der Unterschicht. Die Mehrheit aus der Unterschicht, es waren übrigens auch Sklaven, denn 1. Korinther 7, 21 bis 24 sagt er, wenn du Sklave bist
und die Gelegenheit hast, frei zu werden, dann musst du das unbedingt benutzen. Aber wenn du nicht frei werden kannst, dann lass dich nicht bekümmern. Bleib einfach darin, wie der Herr dich berufen hat. Und es gab aber wenige Edle. Denn er sagt, wenige Edle, nicht? Wir haben gelesen. Nicht viele Edle. Es gab also auch solche aus der Oberschicht. Und in Korinth gab es, wie wir aus den Ausgrabungen wissen, sehr reiche Leute. Also ein starkes Spannungsfeld zwischen sehr reich und nichts besitzend. Das war das Stadtbild von Korinth. Zum Beispiel in Römer 16, Vers 23 wird einer dieser Edlen erwähnt. Paulus schrieb ja im Jahr 57 den Römerbrief von Korinth aus. Und da sagt er, Vers 23, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Versammlung Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Stadtrentmeister, und der Bruder Quartus. Also Gaius war ein Reicher, der hatte so ein Riesenhaus, wo er die ganze Gemeinde unterbringen konnte. Der hatte die Korinther-Gemeinde in seinem großen Haus, in seiner Supervilla. Und da muss man sich natürlich nicht eine so kleine Supervilla vorstellen, wie das viele Leute bei uns haben, die war noch viel größer. Und da konnte die ganze Gemeinde unterbringen und er war auch der Versammlung Wirt. Das heißt, der hat die Gemeinde auch noch verköstigt, wenn sie da zu den Zusammenkünften bei ihm waren. Und dann wird noch erwähnt, der Erastus, der Stadtrentmeister. Im Griechischen steht hier das Wort Oikonomos. Das war also der Stadtökonom, der die Stadtfinanzen verwaltete. Und interessant, bei den Ausgrabungen in Korinth hat man eine Inschrift gefunden mit Erastus. Und zwar mit einem noch höheren Amt, Erastus der Ädil. Und da Erastus ein eher seltener Name war im Altertum, ist das eigentlich naheliegend, dass wohl dieser selbe Erastus ist wie hier. Der also dann vom Stadtökonom noch weiter zum Ädil aufgestiegen ist. Also es gab Edle und es gab Sklaven, ein gewaltiges Spannungsfeld. Aber Gott wollte sie alle zusammen in der gleichen Gemeinde. Also man hätte sich sagen können, wie macht doch eine Sklavengemeinde auf, wo man so auf dem Tamtam herumschlägt und dann eine edle Gemeinde, wo man ein bisschen distinguierte Musik macht und so. Das ist nicht Gottes Plan. Das ist nicht Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde in Korinth umfasste alle, die wirklich zum Glauben gekommen waren, die Geheiligten in Christus Jesus. Und da muss man sich vorstellen, da war der Erastus da auf einem Stuhl und vielleicht gerade daneben ein Sklave. Das, was in der alten Welt völlig undenkbar war, wurde in der Gemeinde Gottes möglich. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass gerade dieses Durchbrechen der sozialen Verhältnisse, eben dass Sklaven und Reiche so auf gleicher Ebene miteinander in der Gemeinde verkehren konnte, das hat so viel Aufsehen erregt in der alten Welt und hat das Zeugnis für Christus ganz wesentlich gefördert. Eben das wie kann das sein, dass der die Armen so ernst nimmt? Da ist man doch getrennt, so war das in der alten Welt. Aber nicht so in der Gemeinde Gottes. Und das war ein ganz starkes Zeugnis für Christus. Und ich habe gesagt, wenige Edle, viele aus der Unterschicht, aber was eben wirklich schlimm war, viele kamen aus dunkelstem Heidentum und aus schlimmster Unzucht. Diese Stelle haben wir schon gelesen, 1. Korinther 6, 9 bis 11. Da wird klar, das waren also viele Hurer, dann Ehebrecher, Götzendiener, hat ja nur einen Teil von Korinth ausgegraben. Und in diesem Teil, das ist allerdings der zentralste Teil, das war also der wichtigste Teil von Korinth, und das ist voll Tempel für alle möglichen Götter aus der griechisch-römischen Religion.
Und es gab sogar auch ein Pantheon, also ein Tempel für alle Götter. Und also auf dem Hintergrund muss man das sehen, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, das sind Homosexuelle, die die Rolle der Frau spielen, Knabengender, das sind Homosexuelle, die den Mann spielen, noch Diebe, waren viele Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, also gab Alkoholiker, ganze Reihe, Lästerer, Räuber. Räuber, das ist natürlich schlimmer als ein Dieb. Ein Dieb, der nimmt etwas, wenn der Besitzer nicht da ist oder wenn er es nicht merkt. Aber ein Räuber, der schlägt ihn noch zusammen. Und muss man sich vorstellen, solche Leute waren da in der Gemeinde. Und wir sehen, dass einige Dinge noch nicht ganz abgeschlossen waren nach der Bekehrung. Und da sehen wir auch eine Quelle von vielen Problemen, die in der Gemeinde in Korinth entstanden waren. Aber ich habe in der Bibel in Vers 11 ganz speziell diese Wörter aber angestrichen. Und solches seid, sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. Das ist das göttliche Aber, das wirklich aus der Vergangenheit, die Vergangenheit löschen kann, einen totalen Strich darunter ziehen kann, eben durch die vollkommene Vergebung. Rechtfertigen heißt, dass Gott jemanden als einen Gerechten erklärt. Wie wenn er noch nie gesündigt hat. Nicht wahr, wenn Gott uns alle Sünden wegnimmt, was bleibt noch übrig? Dann bleibt nur noch ein Gerechter übrig. Wenn alles Unrecht weg ist. Jetzt zur Lage der Stadt Korinth. Sie war am Westende der Landbrücke, die man Isthmus nennt, welche die Halbinsel Peloponnes mit dem griechischen Festland verbindet. 3 Kilometer vom Meer entfernt. Und wenn man sich einmal auf der Karte das anschaut, diese Landbrücke, da gab es auf beiden Seiten einen Zugang zum Mittelmeer, ja? Und auf beiden Seiten gab es einen Hafen. Und man hat ja erst im 19. Jahrhundert hat man ja diese Landbrücke durchschnitten, sodass große Schiffe hindurchgehen konnten. Das war eine ganz großartige Sache, weil so konnte man den Seeweg ganz massiv von Rom, von Italien in den Nahen Osten abkürzen. Sonst hätte man immer den großen Umweg um Griechenland herum machen müssen. Aber damals hat man das so gemacht, man ist an zum einen Hafen gekommen und dann ist man über den Landweg hinüber und vom nächsten Hafen wieder weitergegangen. Und so war natürlich Korinth ganz natürlicherweise an einer ganz entscheidenden Handelsroute zwischen West und Ost angesiedelt. Und darum, das war eine Stadt ideal für Händler, für Leute, die reich werden wollten in kurzer Zeit. Also diese beiden Häfen waren Kenchrea und Lecheon. Kenchrea wird übrigens erwähnt in Römer 16, Vers 1. Paulus hat ja den Römerbrief von Korinth ausgeschrieben, später. Und da empfiehlt er den Römern die Schwester Phoebe. Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch aber Phoebe, unsere Schwester, welche eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea ist, auf dass ihr sie in dem Herrn, der Heiligen, würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euer bedarf. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Das ist ein Empfehlungsbrief, den Paulus ausgestellt hat für diese Schwester in der Nachbargemeinde von Korinth, als sie auf dem Weg nach Rom war, damit man in Rom diese Frau als Schwester aufnimmt. Jetzt zur Geschichte der Stadt. Die Stadt gibt es wohl seit etwa 10. Jahrhundert vor Christus. Aber um 143 vor Christus wurde Korinth durch die Römer zerstört und entvölkert. Die haben also einen Massaker angerichtet und die Leute versklavt und so hörte Korinth auf als Stadt. Sie wurde dann ein bisschen wieder bevölkert, aber so 100 Jahre später, das sollte übrigens heißen kurz vor 44 vor Christus, das war also kurz vor dem Mord an Julius Caesar, wurde diese Stadt neu von Julius Caesar gegründet.
Und da hat er Veteranen dort angesiedelt, also Leute aus der römischen Armee, die pensioniert wurden. Die gingen dort nach Korinth, dann Freigelassene, das waren also ehemalige Sklaven, die aber eben die Würde eines Bürgers bekommen haben im römischen Reich, und natürlich viele Händler gingen dorthin. Und so hat die Stadt sich wieder entwickelt in ein paar Jahrzehnten. Zur Zeit von Paulus war Korinth flächenmäßig die größte Stadt von Griechenland mit 4 Quadratkilometern Fläche. Also da wohnten Abertausende von Leuten. Und wie gesagt, es gab viele Tempel, die haben viele Sklaven gekauft. Es gab große Gegensätze zwischen Arm und Reich, habe ich schon gesagt. Und das Schlimmste, diese Stadt war bekannt als die Stadt der Prostitution. Im Altgriechischen kennt man ein Verb, korinthiazestai, das heißt korinthisch leben, und das bedeutete Hurerei treiben. Eine ganz schreckliche Stadt. Aber interessant, Paulus hat nicht gesagt, jetzt müssen die Gläubigen aus Korinth ausziehen. Sondern die sind da zum Glauben gekommen und die Gemeinde wurde in Korinth gegründet. Aber wir werden sehen, das hatte schon seine Probleme. Nun aber ein wichtiger Punkt. Obwohl der erste Korintherbrief sehr ausgeprägt örtliche Schwierigkeiten behandelt, richtet er sich ausdrücklich an alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Wir haben nämlich gelesen in Vers 2, der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also der Korintherbrief ist nicht nur für eine Gemeinde geschrieben, sondern für alle Gemeinden auf der ganzen Erde. An jedem Ort, da wo der Name des Herrn Jesus Christus angerufen wird. Dieser Ausdruck ist also eine Umschreibung anderer Ortsgemeinden. Die Ortsgemeinden waren charakterisiert, dass der Name von Jesus Christus angerufen wird. Es gibt ja Christen, und das ist übrigens eine Gefahr, speziell unter den messianischen Juden, die beten nur zum Vater. Natürlich, das hängt natürlich, wenn nicht bewusst, so unbewusst damit zusammen, wenn orthodoxe Juden in Israel hören, dass die zu Jesus Christus beten, dann haben die ein Problem. Aha, Jesus Christus wird so als Gott angebetet. Und dort ist ja der Knackpunkt. Wenn ein Jude glaubt, Jesus ist der Messias, dann kann der oberste Gerichtshof das noch verkraften. Sie sagen, es gab ja auch sonst immer Juden, die an falsche Messiasse geglaubt haben. Aber wenn sie sagen, dass Jesus Christus Gott ist, dann sind sie keine Juden mehr. Aber interessant, hier wird gesagt, die Gemeinden, das sind die, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also beten zum Sohn Gottes. Zum Vater ist klar. Da haben wir genügend Stellen im Neuen Testament, aber wir haben auch viele Stellen im Neuen Testament, wo ausdrücklich zum Sohn gebetet wird. Zum Beispiel Stephanus bei der Steinigung in Apostelgeschichte 7 betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Oder die Ältesten in Offenbarung 5 fallen nieder vor dem Lamm Gottes und beten an, würdig, du bist würdig. Du hast erkauft aus jedem Stamm und Sprache und so weiter. Aber eben interessant, für alle Gemeinden ist der Brief geschrieben. Und es ist doch interessant, gerade im ersten Korintherbrief hört man dauernd Leute, die sagen bei gewissen Abschnitten, ja, das war für Korinth damals und so. Und ausgerechnet in dem Brief steht, übrigens, der Brief gilt für alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Nicht wahr? Beim Epheserbrief steht das nicht, beim Kolosserbrief auch nicht. Aber dort habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ja, das ist ein Kolosserbrief, das bezieht sich nur auf die damalige Situation in Kolossä. Am Korintherbrief. Und genau da steht, ist übrigens für alle gemeint. Das finde ich ganz eindrücklich. Ja, die apostolische Lehre des Paulus, die wird ja hier verkündet. Darum sagt der Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Und die hat eben Autorität nicht nur für Korinth, sondern für die ganze Welt. Schauen wir mal, 1. Korinther 4, Vers 17. Paulus sagt,
Dieserhalb habe ich auch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist in dem Herrn. Der wird euch erinnern an meine Wege, die in Christus Jesus sind, in Christus sind. Gleich wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Damit betont er übrigens, das, was ich bei euch sage, oder was Timotheus sagt, genau gleich wie ich das sage, das ist etwas, das ich in allen Gemeinden lehre. Ich lehre nicht da in der Gemeinde so und in der Gemeinde so. Und dann 11, Vers 16, da geht es um Spaltung in Korinth und Paulus sagt, da geht es um Streit in der Gemeinde. Und Paulus sagt, wenn es aber jemanden gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Gemeinden Gottes. Also er verbindet sich so mit allen Gemeinden auf der Welt und sagt, übrigens, wenn ihr da in Korinth streiten wollt, das ist überhaupt nicht auf unserer Linie und das ist auch nicht die Ansicht der Gemeinden weltweit. Die Gemeinden Gottes wollen keinen Streit. Das ist das Zeugnis der Christen, der Gemeinden. Und schließlich 1. Korinther 14, 33. Im Grundtext gibt es ja keine Punkte und Komma. Und in wenigen Fällen kann man das unterschiedlich setzen. Aber man sollte es eigentlich hier so setzen. Am Schluss von Vers 33 heißt es, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen schweigen in den Gemeinden. Also dieser Ausdruck, wie in allen Gemeinden der Heiligen, zeigt wieder, schaut ihr, das ist etwas, was auf der Linie liegt von allen Gemeinden weltweit. Es geht da nicht um Spezialfälle an einem Ort. Nun, Zeit und Ort der Abfassung des Korintherbriefes, Frühjahr 54 nach Christus. Es ist nämlich so, Paulus geht nach seinem Korinthaufenthalt, geht er nach Ephesus, und Apostelgeschichte 19 erzählt, dass er 3 Jahre, das war also die längste Zeit an einem Ort, 3 Jahre dort gewirkt hat. Und am Ende dieses Wirkens schrieb Paulus den Korintherbrief, denn in Kapitel 16, Vers 8 sagt er, ich werde aber in Ephesus bleiben. Und aus Apostelgeschichte 19 sehen wir, wie Paulus dann eben abreiste von Ephesus, um das Pfingstfest in Jerusalem zu erleben. Und so können wir also die Abfassung am Ende dieser 3 Jahre ansetzen und so kommen wir auf etwa Frühjahr 54 nach Christus. Warum betone ich das so? Ja, daraus wird mal klar, dass der 1. Korintherbrief ungefähr 5 Jahre nach der ersten Evangelisation in Korinth geschrieben wurde. Also die am längsten Bekehrten in Korinth, die waren 5 Jahre gläubig. Und in 1. Korinther 14 schreibt Paulus, Vers 12, also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Es gibt Christen, die meinen, sie müssen 20 Jahre gläubig gewesen sein, bis sie endlich etwas weitergeben können in der Gemeinde. Aber Paulus erwartet von denen, von den Korinthern, von denen die am längsten Bekehrten erst 5 Jahre bekehrt waren, sagt er, sie sollen darauf aus sein, dass sie überströmend sind zur Erbauung der Gemeinde. Das ist so wie ein Treibstachel. Ja, es steht ja schließlich in Prediger 12 am Schluss, dass die Worte Gottes, die Worte der Weisen sind Treibstacheln. Also wie die Stacheln, die man braucht, um den Rindern in den Hinter zu stechen, damit sie gehen. Das ist so ein Rinderstachel. Wow, 5 Jahre bekehrt und die sollten überströmend sein zur Erbauung der Gemeinde. Also, das ist eine Ermutigung zum eifrigen Bibelstudium. Denn aus nichts kommt nichts. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 14, der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was wir schon mal gelesen haben.
Aber er erinnert uns nicht an Dinge, die wir noch nie gelesen haben. Da muss man die ganze Bibel durchstudieren und dann kann der Heilige Geist uns erinnern und so gebrauchen. In 1. Korinther 16 erklärt Paulus, was seine Reiseziele sind. Er möchte von Ephesus durch Mazedonien reisen und dann nach Achaia kommen. Achaia ist die Provinz, in der diese Stadt Korinth war, und dann nach Jerusalem gehen. Und wenn man das vergleicht mit Apostelgeschichte 19, stimmt jeder Punkt genau überein. Es ist also schön, wie man den 1. Korintherbrief so wunderbar in die Apostelgeschichte einbetten kann. Und das gilt eben auch für andere Briefe. Die Apostelgeschichte ist ganz wichtig, damit wir das Neue Testament, die neutestamentlichen Briefe, eben richtig auf ihrem Hintergrund einbetten können. Und dann verstehen wir auch besser, was der Inhalt ist dieser Briefe, wenn wir den Hintergrund aus der Bibel selbst sehen. Warum hat Paulus den 1. Korintherbrief geschrieben? Stephanas, Fortunatus und Achaikus aus Korinth haben Paulus besucht in Ephesus. Das lesen wir in 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist. Das ist also der Erste, der in dieser Provinz von Korinth zum Glauben gekommen ist. Und dass sie sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet haben, dass auch ihr solchen untertan seid und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben erstattet, was eurerseits mangelte. Denn sie haben meinen Geist erquickt und den eurigen. Erkennet nun solche an. Also das sind drei Brüder, die sind auf Besuch gekommen, die hatten wohl schwere Sorgen. Er sagt nur, die haben mich glücklich gemacht, die haben mich ermutigt. Und als solche sind sie auch in Korinth bekannt, sie haben auch euren Geist erquickt. Das waren also Brüder, die wirklich Verantwortung getragen haben in dieser Gemeinde und die sind zu Paulus gekommen und haben ihm erzählt, was da alles auf ihnen lastet. Weiter. Die Hausgenossen der Chloe haben Paulus über Spaltungen in der Gemeinde informiert. 1 Vers 11. Denn es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Wir wissen nicht, ob diese Hausgenossen zu Paulus auf Besuch gekommen sind oder ob sie einen persönlichen Brief geschrieben haben. Aber sie haben Paulus berichtet, es steht gar nicht gut in Korinth. Die haben da verschiedene Gruppierungen gebildet, die miteinander kämpfen. Und was nun hier interessant ist, Paulus spricht dieses Problem der Spaltungen als erstes Problem an im Brief. Ab Vers 10. Aber er sagt auch, woher er die Information hat. Und das ist so ein Schlüssel, wenn wir anderen etwas sagen, ja, ich habe da Informationen, so und so, dann sollten wir auch sagen können, wie wir zu den Informationen gekommen sind. Das kann sehr gemein sein, wenn man so sagt, ja gut, ich kann nicht sagen, ne, das ist, nein, es ist geheim, aber ich weiß einiges, ja. Aber sieht man diese Transparenz? Paulus konnte gerade sagen, also von dort habe ich die Quelle, und wenn das nicht stimmt, könnt ihr dort nachfragen. Transparenz. Also das müsste dann schon wirklich, wirklich handfeste Gründe haben, warum man die Quelle nicht angeben kann. Aber wir sehen in diesem Beispiel Transparenz. Ich weiß das und ich weiß auch, woher ich es habe und ihr dürft auch wissen, woher ich es habe. So kann man offen miteinander reden. Die Korinther haben Paulus selber auch einen Brief mit konkreten Fragen bezüglich Ehe, Ehelosigkeit und Scheidung geschrieben. 1. Korinther 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber, und so weiter. Also sie haben ihm geschrieben
und es geht da um das Thema Ehe. Und so ist Kapitel 7 dann eine Antwort auf ganz konkrete Fragen und Probleme, über die die Korinther selber geschrieben haben. Und offensichtlich haben sie ihm auch über das Problem Götzenopfer geschrieben. Denn in Kapitel 8, Vers 1 beginnt er: Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, und so weiter. Also offensichtlich haben sie das Thema jetzt noch Götzenopfer auch noch angetönt im Brief, und jetzt nach dem ersten Punkt abgehakt, kommt er zum nächsten. Interessant ist aber das mit der Spaltung, das haben sie ihm nicht geschrieben. Da merkt man auch ein bisschen etwas von einer verschleierten Perspektive. Die haben gemerkt, wir haben da einige Fragen in Bezug auf Ehe, auf Götzenopfer, aber die schreiben nicht über die Spaltung. Das musste Paulus eben über die Chloe-Hausgenossen erfahren. Ja, das zeigt, wie wir Menschen sind. Aber es soll keine Entschuldigung sein. Über diese Informationskanäle erfuhr Paulus von den zahlreichen Missständen in Korinth, die er durch den ersten Korintherbrief zu korrigieren suchte. Ja, in 1. Korinther 5, Vers 1 schreibt er nämlich: Überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei, und eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen, unter den Heiden nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Also sagt er, allgemein hört man das. Aber eben, er hat da verschiedene Informationskanäle gehabt. Und in 11, Vers 18 schreibt er: Denn fürs Erste, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssten auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also höre ich, hat da verschiedene Kanäle gehabt. Und eben einer wurde direkt genannt, die Hausgenossen der Chloe. Was waren so die Missstände in der Gemeinde? Es gab Spaltungen. 1. Korinther 1, Vers 10 und folgende spricht darüber. 3, Vers 4, 11, 18 bis 19. Eifersüchteleien und Streit. 1. Korinther 3, Vers 3. Das ist ein schlimmes Übel, Eifersucht in der Gemeinde. Das ist auch besonders schwierig, weil man es oft nicht so ganz greifen kann. Man spürt es und kann es nicht unbedingt gerade beweisen. Aber ist ein schlimmes Übel. Dann liebäugeln mit der Weisheit dieser Welt. Darum spricht Paulus dann so ausführlich über die Weisheit dieser Welt, die in Gottes Augen Torheit ist. Interessant, es gab ja nur wenig gut ausgebildete Leute in Korinth. Und trotzdem war es offensichtlich ein Problem der Korinther im Allgemeinen, dass sie mit Weisheit der Welt liebäugelten. Also selbst die Leute, die nicht wie Sklaven und so weiter eine besondere Bildung hatten, aber die fanden Bildung so super, dass man gescheit drauf losschwatzen kann. Ja, wir kommen darauf später. Dann Kritik an der verborgenen Gesinnung des Apostels Paulus. 1. Korinther 4, 3 bis 5. Also die Korinther haben Paulus in Frage gestellt und haben ihm ungute Motive unterschoben. Aber Paulus sagt, die Motive im Herzen, die kennt nur Gott. Und ich bin mir sogar selber nicht über alles bewusst. Und der Herr wird das einmal vor dem Richterstuhl ans Licht bringen. Aber ihr könnt ja nicht über Motive urteilen, über das, was verborgen ist. Dann gab es einen schweren Fall von Unzucht, 1. Korinther 5, was ich gerade vorhin gelesen habe. Und die Gemeinde hat daraus kein großes Problem gemacht. Keine Gemeindezucht geübt. Eben, das ist der nächste Punkt, fehlende Gemeindezucht. Dann gab es Rechtshändel unter Geschwistern, 1. Korinther 4, 6, 4 bis 7. Es gab also Korinther, die haben andere Korinther in der Gemeinde vor die weltlichen Gerichte gezogen. Und Paulus sagt, das geht natürlich nicht. Die Ungerechten, die gottlosen Heiden sollen über eure Dinge urteilen. Das muss die Gemeinde lösen können, solche Konflikte. Natürlich geht er davon aus, dass alle eben diese Christen nennen, auch zur Gemeinde gehören.
und sich dem Urteil der Gemeinde und unterstellen. Heute gibt es natürlich das Problem, da gibt es Leute, die sagen, ich bin ein Christ, aber die Gemeinde hat mir sowieso nichts zu sagen. Und überhaupt nicht gar keine Gemeinde, was soll das? Dann wird es natürlich schwierig, oder? Aber Paulus betont eben, die Gemeinde, die muss Konflikte unter Geschwistern regeln können. Dann gab es Unklarheit bezüglich Ehescheidung, Ehelosigkeit, 1. Korinther 7. Dann Unklarheit im Zusammenhang mit Götzenopfern, das wird behandelt, 1. Korinther 8 und 10. Es gab Angriffe auf die apostolische Autorität des Paulus, 1. Korinther 9. Dann also einige echt die apostolische Autorität von Paulus in Frage gestellt. Und da merkt man etwas, eben wie, das waren zum Teil freche Leute, die sich bekehrt haben. Und manches von dieser Frechheit ist noch nach der Bekehrung immer noch geblieben. Man muss sich vorstellen, da kommt der Apostel Paulus, nimmt keinen Batzen an, missioniert in Korinth, die kommen zum Glauben und dann stellen sie den Paulus in Frage. Unterschieben ihm falsche Motive und stellen seine apostolische Autorität in Frage. Unerhört, oder? Aber Paulus hatte damit zu tun. Jetzt verstehen wir, warum der Herr sagte, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. Es waren also zum Teil recht schwierige Leute. Dann unwürdige Behandlung des Abendmahls, 1. Korinther 11, 20 bis 34. Verwirrung bezüglich des Wirkens des Heiligen Geistes, 1. Korinther 12 bis 14. Unordnung im Ablauf der Gemeindestunden, 1. Korinther 14, 26 bis 33. Also so schlimm, dass Paulus sagen muss, erklären muss, übrigens, wer in der Gemeinde spricht, der muss schweigen, wenn ein anderer schon spricht. Also offensichtlich haben Leute gleichzeitig gesprochen in der Gemeinde. Das ist ein unglaubliches Chaos. Und dann gab es das Problem, dass Frauen in der Gemeinde geredet haben, 1. Korinther 14, 34 bis 40. Und gewisse Korinther haben die Auferstehung geleugnet, 1. Korinther 15, 12. Da sagt er, wie kommt es denn, dass gewisse unter euch sagen, es gäbe keine Auferstehung? Man sagt, was ist mit denen passiert? Haben die sich bekehrt oder nicht? Und es war so, dass die Missstände tendenziell zunahmen. Mit jeder Gemeindezusammenkunft wurde es schlimmer. 1. Korinther 11, Vers 17. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Also eigentlich sollte es bei uns eine Besserung im Glauben geben von einer Gemeindezusammenkunft zur nächsten. Das wäre das Normale. Geistliches, gesundes Wachstum. Aber er sagt, bei euch wird es eigentlich mit jedem zusammenkommen, wird es schlimmer. Ja, das war also der Anlass für den Brief. Hatte also einige Gründe zum einen Brief schreiben. Jetzt der Aufbau des ersten Korintherbriefes in der Übersicht. Wir haben die Einleitung gelesen. Zuerst die Begrüßung, 1 bis 3. Dann Dank für Gottes Werk in Korinth, 1, 4 bis 9. Paulus sagt, er dankt, dass das Zeugnis von Christus so befestigt ist unter den Korinthern und betont, wie sie in der Erkenntnis reich gemacht worden sind und so weiter. Also er beginnt mit einem Lob. Und wir würden doch denken, bei einer so chaotischen Gemeinde müsste man gerade mal beginnen mit den Problemen, oder? Aber er kann wirklich mal noch das Gute zuerst sagen. Und das ist, da handelt er, wie der Herr handelt. Wir sehen das auch in Offenbarung 2 und 3, wo der Herr zu den verschiedenen Gemeinden spricht, zu den sieben Gemeinden. Und der Herr sucht immer am Anfang das Positive, das es zu nennen gibt, lobt und dann kommt die Ermahnung. Und wir sind oft so, dass wenn wir negative Dinge sehen, dann sehen wir nur noch diese Dinge. Und wir verlieren den Blick für das Gute. Aber so sollen wir lernen. Es sind zwar nicht viele Verse, ja, Lob. Aber er kommt sogar später noch dazu, dass er sie lobt. 11, Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenk seid.
und spricht dann über Kopfbedeckung und so weiter und sagt, also ich lobe euch, dass ihr diese Dinge einhält. Obwohl sie nicht mal ganz wussten, was eigentlich der Sinn davon war. Darum erklärt das ihnen dann. Also er kann loben, die Probleme, die verschließen nicht den Blick für Gottes Werk. Und das ist ganz wichtig, dass wir Gottes Werk in jedem Fall sehen und anerkennen können. So, das ist die Einleitung. Jetzt kommt ein erster Block, den ich überschrieben habe mit Römisch 1, Glauben und Denken. Da haben wir zunächst das Problem der Spaltungen in Korinth, Kapitel 1, 10 bis 17. Dann die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes, 1, 18 bis 2, 16. Und die fleischlichen Korinther und der Gott wohlgefällige Dienst, 3, 1 bis 4, 21. Es ist interessant, warum wird das Problem der Spaltung und das Problem der Weisheit der Welt so zusammen abgehandelt? Man hat irgendwie das Gefühl, ja, jetzt endet plötzlich ganz das Thema. Zuerst spricht er über die Spaltung, über die verschiedenen Gruppierungen. Es gab eine Gruppe, die sagte, ich bin des Paulus, ich gehöre zu Apollos. Andere sagten, nein, ich gehöre zu Kephas. Und andere sagten, ich gehöre zu Christus. Vier Gruppen gab es. Und dann spricht er über die Weisheit der Welt. Nun, der Bezug ist ganz direkt. In Korinth gab es ja viele Philosophen und Pseudophilosophen. Die versuchten den Leuten das Geld abzuzwacken und versuchten so eine Jüngerschaft von Philosophen, Schülern hinter sich herzuziehen. Das war ja das Übliche in Korinth. Und so hatten die Gläubigen hatten die Welt zum Vorbild. Da gibt es einen schlauen Kopf und dann diejenigen, die ihm alles nachplappern. Das ist eine Schule. Da gibt es diese Gruppe. Und das haben sie gleich kopiert. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Vers 12. Ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf Paulus Namen getauft worden? Also es gab eine Gruppe, die sagte, wir sind Philosophenschüler von Paulus. Das ist unser Favorit. Und andere sagten, nein, wir sind Schüler von Apollos. Und andere eben von Petrus, obwohl Petrus war ja nie in Korinth, unseres Wissens. Apollos schon, aber gab es eine Kephas, eine Petrusgruppe und dann die Allerschlimmsten, die sagten, wir gehören zu Christus. Wir gehören nicht nur zu Paulus oder Apollos und so weiter, wir gehören zu Christus. Ja, also verschiedene Schulen, sie machten genau das, was man in der Welt auch machte. Also sie kopierten das, was man in der Welt draußen hat. Und so können wir das sehr gut aktualisieren. Heute haben sich viele überlegt, wie ist eine Firma erfolgreich? Jetzt wissen wir, wie wir Gemeinde bauen müssen. Ja, wir müssen einfach die Prinzipien des Marketings übernehmen, so wie man eine funktionierende Firma aufbaut, so muss man eben auch eine Gemeinde aufbauen. Eine Firma klärt ab, was wollen die Leute eigentlich? Gut, dann machen wir das. Man hat sich überlegt, was will Otto Normalverbraucher? Ja? Otto Normalverbraucher, der interessiert sich für diese Art von Musik und der interessiert sich für diese Unterhaltung und der hat gerne Spaß und dann auch noch ab und zu etwas Tiefsinnigeres und so weiter. Also muss man die Firma diesen Bedürfnissen von Otto Normalverbraucher eben anpassen und da sagt man, und was will eigentlich Harry, unchurch. Unchurch heißt nicht kirchlich, also der kirchenferne Harry. Was möchte der? Ja, der hört natürlich die gleiche Musik wie Otto Normalverbraucher. Also muss Harry, unchurch, muss eben diese Musik haben.
Und da können wir mit den alten Kirchenliedern gerade mal aufräumen. Und was möchte er noch, sonst noch? Und so kopiert man die Methoden, die man eben in der Welt anwendet. Aber so war das genau da. Aber Paulus greift hier ein und zeigt, wie die ganze Weisheit dieser Welt bei Gott Torheit ist. Also so, Spaltung und Weisheit der Welt, das gehört direkt zusammen. Und noch etwas, Paulus war ja der Evangelist in Korinth. Er sagt in Kapitel 3, ich habe gepflanzt. Apollos kam später nach Korinth. Apostelgeschichte 19, am Schluss sieht man das. Und dieser Apollos hat die Korinther im Glauben weitergeführt. Das war der Lehrer, der Bibellehrer, kann man sagen, in Korinth. Und Petrus war bekannt als Hirte. Der Herr Jesus beruft in Johannes 21 Petrus und sagt ihm, weide meine Lämmlein, hüte meine Schafe. Das war der Hirte. Und so merken wir, hier werden eigentlich auch verschiedene Gaben gegeneinander ausgespielt. Evangelist wird ausgespielt gegen den Lehrer und der Lehrer wird ausgespielt gegen den Hirten. Und was ist heute? Heute gibt es Leute, die sagen, was wir brauchen, das ist Evangelisation. Und dafür Bibelstudium und so haben wir gar keine Zeit. Wir müssen evangelisieren. Das ist wichtig. Andere sagen, nein, was soll evangelisieren? Wir müssen Bibelstudium haben. Das ist falsch. Beides kommt ja vom Herrn. Der Herr hat nach Epheser 4 die verschiedenen Gaben gegeben der Gemeinde. Er hat gegeben Hirten und Lehrer, Evangelisten. Alles kommt von ihm. Und da gibt es andere, die sagen, ja, was sollen wir da? Bibelstudium und so weiter. Es gibt so viele seelische Nöte in der Gemeinde. Wir brauchen Seelsorge mit einer guten psychologischen Ausbildung, oder? Aber merkt man, wie eben Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Dabei hat der Herr eben Evangelisten gegeben, weil Evangelisation ist so grundsätzlich wichtig. Er hat Lehre gegeben, weil biblische Lehre so grundsätzlich wichtig ist. Und er hat Hirten gegeben, die eine Begabung vom Herrn haben, um bei geistlichen Nöten und seelischen Problemen zu helfen und zu unterstützen. Aber die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Und darum sind natürlich diejenigen, die sagen, wir gehören zu Christus, das sind natürlich Heuchler. Denn wenn sie Apollos, Paulus und Kephas ablehnen, dann lehnen sie auch den Herrn ab. Denn er hat ja diese Brüder gegeben als Gabe für die Gemeinde. In Epheser 4, ab Vers 11 heißt es ja, dass der Herr eben der Gemeinde Gaben gegeben hat. Die einen hat er gegeben als Apostel, andere als Propheten, Hirten und Lehrer. Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, jetzt gehen wir weiter. Römisch 2, Glauben und Ethik. Ja, Ethik, was soll ich für ein besseres Wort nehmen? Also Ethik ist die Lehre von Recht und Unrecht. Was ist gottgemäß? Was ist Sünde? Was ist Gerechtigkeit? Was ist richtig vor Gott? Also in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt geht es um Glauben und Moral nach Gottes Plan. Da haben wir in Kapitel 5 zuerst Gemeindezucht bei schwerer Sünde. 5, 1 bis 13. Dann die Gemeinde als Entscheidungsinstanz in Streitfällen. 6, 1 bis 11. Nachher Ehe und Sexualität nach Gottes Plan, 6, 12 bis 47. Und weiter das Problem der Götzenopfer. Götzen sind Nichtse. 8, 1 bis 13. Aber sehen wir, es geht da überall um die Frage, was ist Recht und Unrecht? Was ist Sünde, was ist Nichtsünde? Und dann kommt Römisch 3, Glaube und Dienst für Gott. Zuerst Autorität im Dienst, Kapitel 9, 1 bis 27. Dann Götzendienst, eine dämonische Gefahr für die Gemeinde, 10, 1 bis 11, 1. Das ist auch mal die Kapiteleinteilung wieder unglücklich gewesen, ja, wie man merkt. Dann die Stellung von Mann und Frau in der Schöpfung, 11, 2 bis 19. Das Abendmahl nach Gottes Gedanken,
11, 20 bis 34, die Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes, Kapitel 12 bis 14. Danach kommt ein eigener Block, Römisch 4, Glauben und Lehre. Anlass ist diese falsche Lehre in Korinth über die Auferstehung. Und da macht Paulus eine systematische Abhandlung über das Thema die Auferstehung, 15, 1 bis 58. Und dann kommt das Schlusswort, der Epilog, Gottes zukünftiges Werk in Korinth, 16, 1 bis 18. Und schließlich noch die Grüße, 19 bis zum Schluss. Nun ein paar Besonderheiten in diesem Brief. Jesus Christus ist Herr. Das ist eine ausgesprochen wichtige Botschaft dieses Briefes. Und wir haben ja gesehen, der Brief beginnt schon an die Gemeinde Gottes in Korinth, samt allen, die in jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Nicht einfach den Namen Jesu anrufen, den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, der Autorität hat. Ich habe ausgezählt, im griechischen Text kommt das Wort Herr 69 Mal vor. Nur im 1. Korintherbrief. Nicht so eine schöne Zahl, 69. Aber einmal sagt ja Paulus noch Maranatha. Und das ist aramäisch. Unser Herr kommt. Mara heißt auch Herr. Auf aramäisch. Und da gibt es 69 plus 1, gibt 70. 70 Mal Herr. Und daraus folgen wir. Die Anerkennung der Autorität des Herrn Jesus ist der Schlüssel zur Lösung aller Unordnung in der Gemeinde. Wenn wir uns unter sein Wort stellen, unter seine Autorität, dann können die Probleme gelöst werden. Und das bedeutet konkret, Paulus, der Kleine, berufener Apostel Jesu Christi. Das heißt, die Autorität des Herrn anerkennen bedeutet, das apostolische Wort zu glauben und zu tun. Man kann nicht sagen, ja natürlich, Herrschaft des Herrn, das da anerkennen wir, ja. Und wie in diesem abscheulichen Artikel in Aufatmen, da wurde Jesus-Treue ausgespielt gegen Bibeltreue. Man kann sagen, ja, Bibeltreue, was wir brauchen ist Jesus-Treue. Aber wenn man das trennt, dann hat man das Christentum liquidiert. Denn das Christentum ohne die Bibel, was ist das? Da kann man bei Josephus Flavius noch etwas nachlesen über Jesus Christus, als er historisch gelebt hat, ja? Ja, wo haben wir die Lehre, was es heißt, ein Christ zu sein? Nur in der Bibel. Also, Jesus-Treue geht nicht ohne Bibeltreue. Und darum müssen wir uns unter dieses apostolische Wort der Bibel stellen. Ja, wenn wir schon bei Maranatha waren, ist dieser schöne Schluss, und dann machen wir gleich Pause. In Kapitel 16, 21, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Ja, merken wir nochmal, wie diese Herrschaft des Herrn hier betont wird. Und wenn jemand eben diesen Herrn nicht liebt, seine Autorität nicht liebt, der kommt unter den Fluch Gottes. Und dann kommt dieser aramäische Ausdruck Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Nun, Maranatha ist aramäisch. Marana heißt unser Herr. Mara, Herr. Marana, unser Herr. In einem Wort. Und Atta heißt kommt. Also, Marana Atta. Das wird gebunden in der Aussprache, so wie das im Französischen, muss man ja auch oft so die schöne Liaison, die Bindung machen. Und dann gibt es Maranatha. Ja, Maranatha, Maranatha. Im Arabischen ist das übrigens auch so, dass oft diese Lücken zwischen den Wörtern werden gebunden. Maranatha, unser Herr, kommt. Es ist nicht unmöglich, dass man sagen kann, Maranatha, dann heißt es, der Herr kommt. Oder Maranatha, dann heißt es, unser Herr, komme.
als Befehl. Ta heißt aramäisch komm. Aber es ist eigentlich nicht ein Wunsch, sondern eine Feststellung. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei anathema. Und dann die Feststellung, unser Herr kommt. Der eben Herr ist, der wird einmal kommen, um alles zu beurteilen und zu richten. Ja, machen wir hier Pause.